Kein langes Geschwätz, wofür dieser Porsche gebaut wird, steht fest. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mit dem heckgetriebenen GT3 kann man so richtig die Kuh fliegen lassen. Aber jetzt wollen wir uns erst einmal wieder beruhigen. Ein paar Fakten. Die spezifische Leistung des Hochdrehzahlsaugmotors ist auf 415 PS aus nach wie vor 3,6 Liter Hubraum angewachsen. Die Drehzahlgrenze liegt bei 8400 Umdrehungen, begleitet von einer infernalischen Geräuschkulisse, drinnen wie draußen. Das beim GT3 übliche Hochdrehzahlkonzept wird vor allem durch Reduzierung der bewegten Massen realisiert. Hinzu kommen ein optimierter Luftdurchsatz, eine variable Ansauganlage und eine Abgasanlage mit geringerem Gegendruck. Das manuelle 6-Gang-Schaltgetriebe wurde dem größeren Drehzahlbereich durch kürzere Abstufungen der Gänge 2 bis 6 angepasst. So soll eine Beschleunigung von 0 auf Tempo 160 in 8,7 Sekunden möglich sein. Zum Vergleich, der neue Porsche Turbo mit 480 PS, der ebenfalls in Kürze auf den Markt kommt, ist mit 8,4 Sekunden nur marginal schneller. Die Höchstgeschwindigkeit des GT3 gibt Porsche mit 310 km pro Stunde an. Die Rennstreckentauglichkeit unterstreicht auch das erstmals beim GT3 verwendete aktive Fahrwerk. So stehen quasi zwei Fahrwerke zur Verfügung. Die Grundabstimmung eignet sich für Strecken mit eher unebenen Fahrbahnbelägen. Im Sportmodus schaltet das System auf eine härtere Dämpfung um. Hinzu kommen noch Traktionsverbesserer wie Antriebsschlupfregelung, automatisches Sperrdifferential und eine Motorschleppmomentregelung. Allerdings, falls Sie das jetzt nicht verstanden haben, liebe Zuschauer, man kann das alles auch ausschalten. Die Innenausstattung entspricht der aktuellen 911 Carrera-Modelle, allerdings fehlen die Notsitze im Fond. Auf Wunsch lassen sich Leichtbauschalensitze aus Kohlefaser statt der Sportsitze ordern. Auch das entspricht genau der Porsche-Philosophie und der GT3-Käufer. Kein Schnickschnack. Im Herbst wird der GT3 übrigens auch noch in einer RS-Version angeboten. Und natürlich gibt es auch wieder ein Clubsportpaket für Einsätze im Motorsport. Dieser Porsche ist nichts für Weicheier, laut, hart, kompromisslos und das für 108.083 Euro. Verzicht kann eben auch teuer sein, aber genau so muss ein Porsche GT3 sein.